Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Riva Loves Me hat ein Sortiments-Update bekommen und ja, deswegen mache ich heute ein Full-Face-Schminki mit euch zusammen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es sind auch ein paar alte Schätzeleins dabei, zum Beispiel hier der Primer Glow and Shine, einfach weil ich im Sortiments-Update nicht jede Kategorie gefunden habe. Es sind, soweit ich es verlinkt bekomme, auch alle Produkte verlinkt. Ihr bekommt natürlich auch alle Produkte ganz normal im Rossmann, sofern sie noch verfügbar sind. Ich glaube, ein oder zwei Produkte habe ich auch aus LEs mit dabei. Der zieht relativ schnell weg und hinterlässt auch so einen leichten Glow, ne? Aber halt jetzt nicht so ein Glitzy-Flitzy-Glow, wie man das so von anderen Primern sonst kennt. Dann gibt es ja auch relativ neu, aber den habe ich schon eine Weile da, den Miracle Skin Perfector. Da ist es wirklich super traurig, dass es den nur in einer einzigen Farbe gibt. Ist ja so ein Mousse-Make-up. Und deswegen nehme ich einen dafür passenden Pinsel von M. Asam. Und das ist eigentlich eher so eine Foundation, ja, die bei mir im Sommer ein bisschen besser passt. Weil, ja, ich bin halt relativ hell. Und ich kenne das von diesen Foundations auch so, dass die relativ zickig gleich mit anderen Konsistenzen sind. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig, wie dieses Produkt dann mit den neuen Cream-Produkten funktionieren wird. Man kann die natürlich auch einfach mit den Händen auftragen, aber ich bin ja eher so ein Pinsel- oder Schwamm-Mensch. Und den kannst du jetzt nicht so unbedingt mit dem Schwamm auftragen, weil der einfach zu silikonig dafür ist, ne? Und ich muss den jetzt noch ein bisschen an den Hals bringen, weil ansonsten habe ich da so eine zu große Unterschiedsgeschichte. Und am Hals blende ich das auch einfach mal mit der Hand aus und ich merke so richtig, wie silikonig der sich anfühlt. Aber es ist ein wirklich schönes Produkt, ein wirklich schönes Alltagsprodukt, ne? Und wenn einem die Farbe passt, dann kann man sich glücklich schätzen, weil das ist eigentlich so ein, ja, super schnell aufgetragener Foundation, Concealer, Primer, alles in einem gefühlt. Aber ich möchte heute alles verwenden und deswegen, ja, habe ich ein kleines Problem, weil ich habe gar keinen Concealer da. Für einen Concealer hat der mir jetzt gerade auch ein bisschen zu wenig Deckkraft, vor allem, weil ich über ein Full Glam Make-up ja quasi nachdenke. Und da greife ich dann einfach mal zu M. Asam. Da weiß ich einfach, dass hier dieser Stick Concealer sehr gut damit funktionieren wird. In der Farbe Ivory habe ich den. Das ist nämlich einfach so ein Stift und den kann ich mir einfach mit dem Finger einarbeiten. Weil hier ist jetzt mit Pinsel oder Schwamm auch nicht so sinnvoll, ne? Deswegen muss ich hier jetzt einfach mal Handarbeit machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also jedenfalls für die kleine Stelle, ne? Also so finde ich, sieht mein Gesicht schon mal sehr, sehr ebenmäßig aus, sehr frisch. Ich möchte aber jetzt noch ein bisschen Farbe reinbringen. Da hat Riva Loves mir diesen Cream Cushion Bronzer rausgebracht. Den habe ich mir in der Farbe 01 Sunkist gekauft. Und ich habe ein bisschen Angst, ne? Also jeder und seine Mutter bringt jetzt ja diese Tubenprodukte raus und die werden natürlich alle ausgetestet. Das Puffelding hat ja auch schon wieder diese harte Geschichte oben dran und es ist relativ klein. Huch, da kommt auch relativ viel direkt raus, ne? Oha, ich glaube, der ist ein bisschen dunkel. Ja, machen wir das so. Ich mache den Foundation-Pinsel hier neben mir auch noch mal ein bisschen sauber und gehe dann mit dem Foundation-Pinsel rein, arbeite das in meinen Pinsel. Okay, wenn ich das auch verteile, geht es farbtechnisch. Dann kommt es erst aufs Gesicht. Ich glaube, so kriege ich das ein bisschen besser dosiert. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, wenn ich jetzt hier so zwei Pünktchen hinsetzen würde, das verblende, ob das hinhaut. Aus der Entfernung ja, aus der Nähe. Ja, ich finde ihn aber ein bisschen fleckig jetzt, muss ich gestehen. Das ist meistens so, wenn ich halt Produkte habe, die mir ein bisschen zu dunkel sind, dass es bei mir halt fleckig aussieht, ne? Weil bei anderen wird es halt quasi sich noch ein bisschen mit der Haut vermischen. Das macht er bei mir jetzt nicht so unbedingt. Ich weiß nicht. Nee, aber egal. Ich gebe es jetzt... Nee, warte, ich habe doch noch eine andere Möglichkeit. Denn ich habe mir auch noch diese Cream Contouring Palette gekauft. Die habe ich ja auch schon in der Blush-Variante und die ist ja auch total beliebt. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, weil die recht gut pigmentiert ist, ne? Und ich glaube, dass dieser Ton hier unten für mich ganz gut funktionieren könnte. Ja, oh, okay. Und den trage ich mir jetzt auch mit diesem Pinsel auf. Das ist mehr so mein Vibe, ne? Muss ich wirklich sagen, der verschmilzt besser mit meiner Haut und auch mit meinem Hautton. Den mag ich. Das ist eher so nicht so schön. Das heißt, da gebe ich mir jetzt auch hier noch ein bisschen was von drüber, damit das Ganze etwas ausgeebneter wird. So habe ich mir das vorgestellt.
Und hier kann man halt auch ein bisschen mehr variieren, ne? Je nach Jahreszeit kann man sich da auch sein eigenes Tönchen etwas mehr zusammenmischen. So nämlich. Genau, also die Palette, yay. Dieses Ding hier leider eher nee. Mal gucken, ob der Blush aus dieser Reihe ein bisschen besser was drauf hat. Das ist nämlich dieser Cream Blush. Ich habe den in der Farbe 02 Rosewood. Ich glaube, das andere wäre so ein Pink gewesen. Ja, auch hier identische Verpackung, ne? Kommt dann erstmal auf meinen Handrücken, um zu gucken, wie das so funktioniert. In den Pinsel, aufs Gesicht. Der ist etwas zurückhaltender, das heißt, den kann ich hier auch wohl mal so ein bisschen draufstempeln und dann direkt verteilen. Der ist hübsch. Ne? Ja. Der ist auch nicht zu viel, dass man jetzt irgendwie zu sehr diesen Blush-Effekt hätte oder so. Ich bin jetzt hier ein bisschen zu tief gewandert. Da kann man dann einfach mit den Fingern wieder ein bisschen verblenden, ne? Und gleich halt mit Puder auch entsprechend korrigieren. Wenn es zu krass sein sollte, dann kann man das natürlich auch mit der Foundation oder mit dem Concealer machen. Ja, das gefällt mir. Das mag ich leiden. Und dann, ich bin ganz schön rot, sehe ich gerade. Aber gut, das macht die Foundation auch. Die macht mich ein bisschen dunkler, als ich eigentlich bin. Dann habe ich nämlich hier noch die Cream Cushion, den Cream Cushion Highlighter in der Farbe 01 Celestial. Der darf jetzt auch mal zeigen, was er will. Was er kann, nicht was er will. Guck, die Stubenfliege fliegt hier übrigens auch durch die Gegend. Also, ne, ich habe heute einen kleinen Besucher hier mit dabei. So, das gebe ich mir dann hier mal auf. Okay, der ist auch genauso wie der Blush relativ flüssig, würde ich mal so sagen. Das habe ich jetzt hier so bei meinem Daumen da oben drauf gepackt, ne? Der ist auch ein bisschen zurückhaltender. Okay, den trage ich mir direkt hier mal auf. Oh, das ist sogar sehr schön. Holla. Das verbindet sich alles richtig schön gerade. Das sieht fast schon natürlich aus. Cool. Ich mag ja auch so Cream-Highlighter mittlerweile echt gerne, wenn die halt nicht diese groben Glitzergeschichten mit dabei haben, ne? Da habe ich ja auch von Kiko eine in meinem Project Pen. Wobei dieser hier ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Also du siehst halt mehr den, ich sag mal, nassen Glow, als dass man da irgendwelche Schimmer sehen würde. Ist okay. Also, die hatten auch Limited Editions, wo die immer mal wieder sowas drin hatten, wo der Cream Highlighter schon ein bisschen mehr Gravelm hatte. Ne? Das ist jetzt eher, wie gesagt, nass. Denn wenn ich jetzt gleich abpudern werde, wird das wahrscheinlich relativ verschwinden. Gucken wir mal. Erstmal verwende ich hier die Eyeshadow Base von Riva Loves Me. Da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch im Standardsortiment ist. Ich habe sie auf jeden Fall noch hier. Nein, sie ist gekippt. Ich habe sie nicht mehr hier. Na gut, dann schauen wir mal. Ich habe hier noch so ein Juicy Smoothie. Ist eigentlich eher ein Lipgloss, aber ich verwende das immer eher als Lippenöl in Grape. Super süß und total geil. Ich mag das ja, ne? Wenn man manchmal auch so Bock auf Süßes hat, gebe ich mir sowas dann einfach auf die Lippen. Da kann man sich das nämlich so nach und nach ablecken. Das ist in Ordnung, finde ich, ne? So, jetzt wird das Gesicht einmal gesettet und das mache ich dann üblicherweise mit einem Puder. Der Concealer, ich finde den großartig, ne? Der creased halt nicht. Ich finde den sehr schön. Das sieht alles noch relativ ungesettet aus und deswegen kommt dieses Puder jetzt ins Spiel. Das ist das Fix Matt Puder. Erinnert uns natürlich so ein bisschen an Essence, ne? 9 Gramm haben wir hier drin und das ist ein Compact Powder. Hat dieses Herz drin von Riva Loves Me, finde ich süß. Und für unter den Augen nehme ich einfach mal so einen Pinsel. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Highlighter-Pinsel. Ich weiß es nicht. Von Barbara Hoffmann hatte ich den mal irgendwo mit drin. Dann gebe ich mir das erstmal ganz leicht unter die Augen. Weil da möchte ich jetzt natürlich nicht zu krass mattieren, weil eigentlich der Concealer so selbst gar nicht intensiv gesettet werden muss. Aber ein Hauch von da verkriegen. Und auch mit eigentlich dieser Miracle Skin Perfector müsste ja eigentlich nicht gesettet werden. Ich mache es trotzdem, denn ich bin ein Rebell und ich mag das halt ganz gerne, dass wenn ich halt jetzt gleich noch pudrige Texturen auftrage, dass mein Gesicht auch hält, ne? Also dass da jetzt nicht, also nicht das Gesicht hält, sondern dass da jetzt nicht irgendwie die Sachen komisch drin verschwinden oder so. Hier habe ich noch aus der Kollektion mit Maxim, ja, da steht auch Claudis Welt drauf. Da war ich ja auf dem Event letztes Jahr eingeladen. Es war so schön, den Pinsel, den kann man für so vieles verwenden, ne? Für Blush Bronze Highlighter, für Puder, dies, das, Ananas, für Foundation kannst du den auch verwenden. Den hätte ich eben zum Ausblenden nehmen sollen für die creamy textures, ne? Egal. Ich wundere mich gerade, dass der Highlighter trotzdem noch durchkommt. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Schönes Puder,
Oder? Muss ich wirklich sagen. Mag ich gerne. Es gibt jetzt auch noch das Soft Radiance Finishing Powder. Das erinnert uns alle so ein bisschen, ein klitzekleines bisschen an diesen Freund. Und das freut mich gerade wie Bolle. Ne? Ich kann hier mal nebeneinander halten und swatchen, Leute. Denn ich habe dieses Ding von Maxim, seitdem ich das habe, hier in meinem Schminktisch. Und ja, das ist jetzt ein bisschen heller, ne? Aber ich glaube, es ist vom Vibe her schon sehr vergleichbar. Mal gucken. Na, nee. Also, nee. Der Skin Enhancer von Maxim war deutlich glowiger, ne? Deutlich mehr in Richtung Highlighter. Und dieses Finishing Powder, was wir jetzt hier haben, ist mehr in Richtung Puder. Nee, Claudi. Nee. Das war nur ein kleines Hirngespinst. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht aus der Bahn werfen, aber wäre schön gewesen. Egal. Trotzdem nehme ich mir dieses Schätzchen auf mit diesem Pinsel und gehe damit über mein komplettes Gesicht. Könnte dann vielleicht so ein bisschen Hourglass-Vibes geben? Ich weiß es nicht. Oh nee, das ist tatsächlich mehr wie eins aus so einer Too-Faced-Palette, finde ich persönlich. Was ich habe, die gibt es aber gar nicht mehr, so eine Dreier-Palette. Das war mal so eine Highlighter-Palette mit auch einem Finishing-Powder mit drin. Das gibt mir schon diese Vibes, muss ich sagen. Cool. Ich habe jetzt kein Glitzi-Flitzi im Gesicht, ich sehe einfach nur frisch aus. Ich finde das schön, Leute. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Ihr seht es ja auch gleich aus der Nähe, wenn ich euch für den Augenlook ranhole. Nee, kein grober Glitzer oder so. Ja, vielleicht ein bisschen, wenn man ganz nah rangeht. Aber wer kommt hier so nah? Nee, mag ich gerne. Das ist wirklich schön. Doch, vielleicht, wenn ich gleich in die Sonne gehe, sehe ich aus wie Edward der Vampir. Müssen wir nochmal gucken. Schreibe ich euch dann natürlich hier rein. Dann habe ich hier noch geholt das Chocolate Bronzing Loose Powder. Da bin ich sehr gespannt drauf. Schade. Schokolade, dass wir hier wirklich nur eine Farbe haben. Ne? Also ich meine, dass es hier nicht unterschiedliche Farben von gab. Oh, da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du das öffnest, weil ne, da ist zwar noch ein Deckelchen drauf, aber das kommt einem schon sehr entgegen. Oh, das riecht nach Schokolade, okay. Das möchte jetzt aber auch nicht von alleine wieder hier so durch das Netz gehen, glaube ich, oder? Das mache ich aktuell auch mit Julius ganz viel, ne? Im Sandkasten 7. Weil eigentlich ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, dass man ja auf das Netz tippt mit dem Pinsel, um nur so eine kleine Menge rauszunehmen. Weil wenn ich jetzt mit dem Pinsel reingehe, wird es ein bisschen viel. Ich versuche das jetzt mal wieder durch das Netz durchzukriegen. Aber das klappt nicht so einfach. So ein bisschen Sandkastenspielerei jetzt hier, ne? Auch wenn ihr das lagert, würde ich euch dann empfehlen, das dann auch so zu lagern und nicht auf der Seite. Ich mache das ja sonst, ne? Dass ich meine Puder so auf der Seite liegend aufbewahre. Nicht mit diesem Bronzer. So hat es aber auf jeden Fall funktioniert, also mit dem Stab vom Pinsel einfach so rühren. Dann hat man zwar hier oben drumherum noch was, was ich jetzt hier mit dem Pinsel versuche nochmal runterzukriegen. Das müssen wir mal gucken. Boah, das ist wirklich super fein gemahlen. Bin ja eigentlich kein Fan von losen Bronzern, aber ich glaube, dass der hier mir gefallen könnte. Ich habe das jetzt hier einfach gerade mit dem kleinen Pinsel aufgenommen. Dann schauen wir mal. Ja, da brauchst du einen größeren Pinsel für. Das ist jetzt Tinef gewesen, ne? Aber das war jetzt einfach nur, weil ich den zum Umrühren genommen habe. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Maxim-Pinsel wieder. Oh, ich würde mich freuen, wenn Riva Loves Me und Maxim wieder eine LE rausbringen würden. Das würde ich schon hart feiern. Can't wait for it. Leute, haut raus, Krokette. Ich sag's euch. Naja, wir tragen den jetzt einfach mal hier auf und mit diesem Pinsel funktioniert es deutlich besser. Ich darf nicht in den Bronzer lachen, weil dann staubt das hier. Und es reicht wirklich eine kleine Menge, jedenfalls bei meinem Teint. Ich denke, wenn man halt so medium skin toned ist, kann man sich natürlich auch ein bisschen größer, flächig bzw. intensiver das Ganze auftragen. Aber so ist das echt schön. Der hat auch noch irgendwie so einen Weichzeichner-Effekt mit, ne? Mag ich. Man sieht ihn auch wirklich leicht. Das ist, ich bin hier schon wieder bei Too Faced mit meinen Vergleichen, ne? Das ist so ein bisschen wie so ein, ja, Milchschokoladenbronzer, den ich auch sehr, sehr gerne mag, der auch irgendwas mit der Sonne zu tun haben könnte. Wow. Wie man rumeiert, ne? Also ich finde den schön, aber sehr, sehr leicht. Also ich, ja, weiß nicht, also ob viele verschiedene Skin Tones das tragen können. Ich finde, ich kann es tragen, aber jetzt nicht im Hochsommer oder so.
sei denn, ich baue mir das mega intensiv auf, wie gerade hier. Leichte Korrekturen werden vorgenommen, aber das Ergebnis finde ich jetzt echt nicht von schlechten Eltern, bin ich ehrlich. Riva loves me. Es läuft bei uns hier. Ja, bräuchte ich jetzt noch unbedingt einen Blush oder einen Highlighter? Nee, Blush mache ich auch nicht. Habe ich auch gar keinen neuen, aber ich nehme jetzt Highlighter, dieses Soft Illuminating Loose Powder. Also die haben es auch wirklich mit ihren losen Pudern hier, ne? Das hier würde ich nämlich nicht als ganz normales Gesichtspuder verwenden, denn ich sehe hier schon die Glitzerpigmente vor sich hin glitzern, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber das ist schon sehr, 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 sehr shiny. Auch hier haben wir wieder unsere Siebthematik. Ich mache das jetzt mal kurz mit dem Finger, weil ich das eh swatchen wollte. Hätte ich bei dem Bronzer auch einfach machen können, ne? Seht ihr das? Ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt scharf. Ne? Wo kann ich dich denn hin swatchen? Hier vielleicht, da habe ich noch gar nichts geswatcht. Also es ist wundervoll verschmilzend mit der Haut, gar keine Frage. Aber es hinterlässt halt so einen leichten, nennen wir ihn mal Feenstaub. Deswegen nehme ich mir auch nur ein bisschen was auf meinen Pinsel und arbeite das dann einfach hier so ein. Und dadurch verstärke ich jetzt natürlich noch ein bisschen auf sanfte Art und Weise den Highlighter, den ich ja quasi schon als Liquid drauf habe. Aber ich verstehe von solchen Produkten meistens nicht so sehr den Sinn. Vielleicht eher so ein Produkt, was man sich hier so aufträgt. Also das könnte ich mir vorstellen. Dann nehme ich jetzt auch nochmal eben diesen Pinsel. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Doch, doch, das machen wir jetzt mal. Weil man trägt jetzt ja auch ein bisschen mehr Ausschnitt, ne? Wenn ich mir das hier so auftrage, großflächig, könnte das so einen schönen Glow ins Dekolleté bringen. Ja, ich highlighte damit meine Muttermale und Rötung, glaube ich, auch ein bisschen. Gibt so einen leichten Glow. Doch, doch, guck mal, wenn ich mich jetzt so... Ja, wie oft bewege ich mich so? Nicht oft. Aber, ne, das macht das schon. Ja, vielleicht dann auch so ein bisschen für die Beine oder so. Meine Kamera kommt nicht darauf klar, dass mein Gesicht heute doch relativ dunkel geworden ist. Das heißt, wir sorgen jetzt einfach mal dafür, dass sie sich auch auf andere Dinge fokussieren kann und machen zum Beispiel die Augenbrauen. Da habe ich hier einfach den Eyebrow Pencil in der Farbe Natural Blonde von Riva Loves Me. Damit kann ich jetzt einfach schon mal meine Augenbrauen betonen. Zwei neue Augenbrauenprodukte wurden gelauncht. Oje, oje. Vor allem habe ich keine Angst, weil das hört sich alles sehr vertraut an, aber das andere Leute... Ja, okay, wir starten jetzt einfach mal mit dem, wovor ich einfach ein bisschen Wange habe und tragen das auf der Augenbraue auf oder auf die Augenbraue, die einfach immer so meine bessere ist, ne, meine bessere Hälfte. Das ist der Brow Laminator. Das ist das transparente Gel, das fixiert die Brauen schnell und bringt sie in Form. Ja, ja, wir kennen solche Geschichten. Ich scheue mich vor solchen Dingen eigentlich. Und ich glaube, dass... Also manche tragen das ja so richtig auch vor ihrer Base und so weiter auf. Das ist mir zu umständlich. Das muss jetzt so funktionieren. Guckst du von oben rein und denkst dir, da ist doch gar nichts drin. Aber das ist halt so ein transparentes Gel, ne? Das sieht man, wenn man so macht. Ich guck mal, wie fest das so ist. So, geht, ne? Ist halt ein relativ festes Gel. Ich habe das bei Maxim jetzt öfter schon gesehen, weil er feiert das ja total, dass er seine Spoolies irgendwie so umknickt. Dann geht er da so rein. So viel? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Und das kommt dann auf die Augenbraue. Hui. Okay. Theo Weigel hat angerufen. Er hätte gerne seine Augenbraue zurück. Das ist richtig krass. Leute. Wow. Ich hatte davon auch schon sehr, sehr, sehr teure. Und die fand ich nicht gut. Und das hier... Und da bin ich jetzt mal komplett ehrlich mit euch. Finde ich mega gut. Mega, mega, mega. Das ist halt ohne Klumpen oder so. Das funktioniert wirklich einfach. Ich glaube, bei dem anderen war das ein bisschen flüssiger oder so. Ich weiß nicht, damit habe ich mich hier oben meine Haut halt total versaut, ne? Gar nicht. Das sieht richtig gut aus. Okay, ja, ich bin beeindruckt, Riva Loves Me. Das finde ich sehr charmant. Dann gucken wir mal, was euer Brow Glue so kann. Aber vorher mache ich dieses Ding hier mal zu, denn das werde ich safe behalten. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Ja, der Brow Glue.
Das ist dieses hier und ja, das ist halt ein Produkt, was mir auch vertraut einfach ist, ne? So ein Augenbrauenkleber kenne ich, mag ich. Das Spoolie sieht ein bisschen aus wie von dem Evelyn Pinsel, den ich gerade verwendet habe. Riecht relativ neutral, jetzt nicht so nach einem Schnüffelkleber oder so. Der ist auch echt easy jetzt in der Anwendung. Ein bisschen nasser natürlich, ne? Weil es ein flüssiges Produkt ist. Aber das verklebt mir jetzt auch nicht die Augenbrauen. Jetzt muss es nur halten. Das ist halt immer so das Kriterium bei mir. Ja, das sieht jetzt auf jeden Fall auch sehr hübsch aus. Das ging jetzt ein bisschen schneller, weil es einfach von der Produktart halt mehr so mein Vibe ist, ne? Schön. Ja, dann können wir jetzt weitermachen. Ich habe hier zwei Lidschattenpaletten mir gekauft. Einmal die Candyland Eyeshadow Palette, die ein bisschen mehr meinen Namen schreit. Und die Ruby Chocolate Palette, die ein bisschen neutraler und auch ein bisschen wärmer ist. Die hier diese Chocolate-Paletten aufgreifen. Das ist, also manche Sachen, die haben halt schon sehr, sehr intensive Vibes von Sachen, wo man nicht das Wort Dupe oder sowas verwenden darf oder Zwilling oder was auch immer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, nee, die sieht doch schöner und verwendbarer aus, als ich erst so vom Namen her gedacht hätte. Ruby Chocolate, ich mag gerne diese rote Schokolade, kennt man zum Beispiel von KitKat, ne? Und ja, das ist halt eher eine wärmere, da hast du auch so kühlere Beerentöne auch mit dabei. Die werde ich aber dann anderes Mal verwenden. Und wir haben hier zwei etwas gröbere Glitzertöne am Start. Ich gehe davon aus, dass meine Kollegin und Freundin Alina, die Frühlingsrolina, sich diese Palette greifen wird, weil da ein Schleifchen drauf ist. Das ist der Alina-Vermutungseffekt. Ich habe mir hier jetzt überlegt, Candyland schminken zu wollen. Mal gucken, wie farbenfroh ich das auch aufs Auge kriege, ne? Weil die anderen, die ich bislang so von Riva Loves mir hatte, waren ein bisschen zurückhaltender. Aber Leute, ganz ehrlich, so günstige Drogeriepaletten kriegt man eher weniger. Und dieses Design hier drauf finde ich enorm schön. Das erinnert mich ein bisschen. Also es gab mal von NYX so eine Limited Edition. Guck dich das mal an. Das war auch mit so einem Candyland, hast du nicht gesehen. Oder? Das erinnert mich ein bisschen daran. Keine Ahnung. Ja, das ist schön. Da haben wir auch zwei grobe Glitzergeschichten mit am Start. Und so schaut die Palette dann von innen aus. Wir haben sogar Farbnamen, Leute. Und guckt euch mal diese Base an. Guckt euch diese Augenbrauen an. Ich bin wirklich angetan. Und wenn ihr das jetzt so sehen würdet, außerhalb von dem Videotitel und so weiter und von allem, was ihr vorher gesehen habt. Wir würden alle nicht denken, dass ich Riva Loves mir im Gesicht habe. Die günstigste Drogeriemarke, oder? Jetzt mal, seid mal ehrlich. Okay, also, ich starte mit diesem Pastelltönchen Pastellblau Bubblegum und setze mir den einfach in die Lidfalte. Ich will euch gar nicht sagen, an welche Palette mich die hier erinnert. Ha! Natascha, was sagst du denn dazu? Weiß ich nicht. So von den pastelligen Konstellationen drin hier, ne? Es ist schon abgefahren. Man kann es nicht anders sagen. Klar, Konsistenzen und so kannst du nicht vergleichen. Aber die Frage ist halt immer, wie die Looks dann auf dem Auge aussehen und ob die gegebenenfalls ja, sich ähnlich sehen könnten. Richtung Augenbraue möchte ich mir das ein bisschen ausblenden mit diesem mintgrünen Meadow. Okay, da kommt wirklich dann nur ein Hauch von drauf, ne? Da hast du keine mega heftige Pigmentierung oder so von dem Ton. Dann nehme ich mir dieses Tönchen Petal auf. Das ist so ein rosa Ton, den setze ich mir hier außen hin. Und wenn man da natürlich mit dem Blau in Verbindung kommt, wird das so ein bisschen lila. Nach außen bastel ich mir so ein Hui-Ding. So ein kleines Schwänzchen. An den unteren Wimpernkranz setze ich mir Lollipop. Das ist so ein, ja, Beere. Lila Ton. Könnte krank aussehen, ne? Muss man ein bisschen aufpassen mit der Dosierung. Und das kommt jetzt auch eher rosa als lila rüber, muss ich sagen. Dann nehme ich mir den Ton Sky Glow, das ist so ein, ja, Blauton hier in der Palette auf, und setze mir den nur außen an meinen unteren Wimpernkranz, um das Ganze vielleicht ein ganz kleines bisschen zu vertiefen. Oh, der macht das wirklich schon noch ein bisschen dunkler, ne? Das ist wirklich ein Candyland-Look. Also ich finde es schön, muss ich sagen. Ja. Also es wäre schon ziemlich fies, wenn ich jetzt nicht den NYX Glitter Glue verwenden würde, weil der natürlich alle Farben immer etwas mehr strahlen lässt und den verwende ich ja sogar bei High-End-Paletten, ne? Also natürlich auch jetzt. Darauf setze ich mir jetzt diesen, ja, leicht schimmernden Gelbton Buttercup. Den baue ich mir auch ein bisschen auf, dass der auch etwas mehr Strahlkraft bekommt.
Und für den Innenwinkel verwende ich diesen schimmernden, ja, hellen Weißton Pixie. Den setze ich mir auch auf mein inneres Drittel. Wir wollen ja so viele Farben, wie es nur geht, irgendwie verwenden, ne? Also das ist so meine Intention daraus. Ist jetzt nicht unbedingt ein Look, den man damit schminkt, wobei das tatsächlich jetzt auch gerade ein Look wird, sondern ich möchte einfach die Farben sehen. Und das macht's, also die machen das wirklich gut. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist eine Palette für 5 Euro. Wow. Wir haben hier aber in der Palette auch noch was drin, was mich interessiert, um es mal so zu sagen. Und zwar ist es hier dieser super grobe Schimmer Glitter Wave. Wir haben hier 2 Stück von diesen super groben Viechern mit dabei. Auch noch dieser hier, aber ich glaube, hiermit mache ich mal einen kleinen Test für mich. Wow. Das Universum hat angerufen. Es ist jetzt auf meinem Finger. Und das möchte ich gerne als Topper versuchen. Und zwar ohne weiteren Glitterglue. Mal gucken, ob der hält. Ich das hier so drauf mache, weil der hat auch so eigenen Glue mit dabei. Das ist schon sehr, sehr grob, aber sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen wie diese Mono-Dinger, die wir auch in Limited Edition immer wieder finden. Das mache ich dann quasi von der Mitte nach außen. Oder möchte ich das auch innen haben? Nee, innen nicht da. Da habe ich ein bisschen Bedenken, ob das zu nah an mein Wow, an mein Auge rankommt. Wenn das jetzt auch hält, dann freue ich mich, ne? Das funkelt und glitzert. Also mega geile Palette. Wirklich, ihr habt da noch so viel mehr Optionen mit was zu schminken als diesen Look, ne? Weil die einfach kunterbunt ist und für den Preis gönnt euch die. So, finalisieren wir das Ganze hier mal mit einem Eyeliner. Ich habe witzigerweise von Riva Loves Me nur einen blauen. Midnight Sky 06. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber den habe ich auf jeden Fall hier. Und das ist einfach so ein Filz-Eyeliner. Und der passt doch jetzt, glaube ich. Hier würde jetzt, glaube ich, jede Farbe zu passen. Ja, der passt dazu bestimmt. Der kann schon was. Also sieht auf jeden Fall auch echt sehr, sehr stimmig dazu aus. Finde ich gut. Mag ich, ne? Also der malt auch schön. Wahrscheinlich hätte man diesen losen Glitzer erst nach dem Eyeliner auftragen sollen, weil wenn da jetzt Stückchen runterfallen würden, hätte ich natürlich Lücken in meinem Eyeliner. Und oh, jetzt fehlt definitiv noch so ein bisschen Mascara und so, aber das sieht schon fantastisch aus, finde ich. Ja, das hätten sie auch mal ins Standardsortiment mit reinbringen sollen, ne? Hier von Galaxy mit Maxim, also die Galaxy Collection von Maxim. Das ist einfach so ein tolles Setting Spray. Das habe ich von Corinne bekommen. Die hatte nämlich noch ein Backup. Hö. Was war das gerade für eine komische Lache? Oh. Anne, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich es hab, lache. Ja, vielleicht ist es da so ein bisschen zu sehr, dass die Angst hatten, dass Charlotte an die Tür klopft oder so. Man weiß es nicht. Ich klopfe das jetzt noch ein bisschen ein. Übrigens ist das auch ein neues Schwämmchen aus dem Standardsortiment. Konnte ich bisher halt noch nicht verwenden. Mache ich jetzt einfach mal ganz entspannt. Ja, es rieselt doch ein bisschen, ne? Leise rieselt der Glitzer. Das ist jetzt schon das zweite Stückchen, was hier runterfällt und ich entferne. Mal gucken. Nun, dann mache ich jetzt erstmal, dass ich meine Wimpern biege. Weil wir wollen ja faire Voraussetzungen haben für die Mascara. Ja, dass jetzt dabei so ein bisschen was von dem Glitzer flöten geht, von dem Groben, ist irgendwie halt auch verständlich, ne? Nun, als neue Mascara haben die hier diese hier unter anderem im Sortiment, die Mighty Volume Black Mascara. Die gibt es auch nochmal in Braun, aber das ist nicht ganz so mein Vibe. Ich mag halt gerne schon, dass man meine Wimpern sieht, ne? Und nicht nur einen Hauch von. Die sind schon. Also, das ist interessant. Ja, das Bürstchen erinnert mich auf jeden Fall an eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. Und wenn die auch nur ansatzweise so gut ist, freue ich mich sehr. Gott sei Dank haben wir nicht so ein Wabbelbürstchen. Das gefällt mir jetzt auf den ersten Blick schon mal besser als die neue von Essence, die die da rausgebracht hatten. Schauen wir mal, was die auf den Wimpern macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also sie ist besser als diese,
keine Ahnung, Prinzessin-Mascara von Essence. Ja, aber sie kommt nicht an die Nachbarin dran, um das mal so zu sagen. Sie ist schön, sie macht Länge, sie macht Volumen. Ich musste bei dieser Seite ein bisschen nochmal korrigieren, weil da tatsächlich sich die Mascara beim Schichten von alleine wieder abgetragen hat. Das hat man manchmal, wenn Mascaras ein bisschen flüssig sind. Das heißt, das hier gehört wahrscheinlich dann auch in die Kategorie, je länger man sie hat, desto mehr wird man sie mögen. Wahrscheinlich. Vermutlich. Ne? Ich finde sie aber nicht schlecht. Bin ich halt auch ehrlich. Ne? Also ich finde sie ganz gut und ich denke auch, dass ich die jetzt noch ein bisschen testen werde. Und leise rieselt der grobe Glitzer. Oh, oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Das sollte am besten nicht direkt ins Auge kommen. Naja, aber das Ergebnis, Leute, zieht euch das mal rein. Sowohl von dem Augenlook als auch von der Mascara, als auch von der Base. Jetzt müssen nur noch die Lippen überzeugen und das werden sie vielleicht. Ja, da habe ich jetzt kein neues Produkt. Da greife ich dann auch auf Vorhandenes zurück. Ne? Mache ich hier mal den Gloss bzw. das Lippenöl ein bisschen ab. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das so aussieht, wenn ich ein Color Changing Lipstick verwende. Da habe ich nämlich hier den, ich glaube, das ist sogar Standardsortiment, weil hier steht nichts von LE drauf oder so. Keine Ahnung. Einfach einen fliegenden Lippenstift, der seine Farbe verändert. Genau. Und der ist halt so blau. Ist schon ziemlich abgefahren. Und den mache ich jetzt mal drauf. Und Leute, damit müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr auch wirklich eure Lippen trefft, ne? Weil das meistens auch etwas ist, was die Lippen so ein bisschen einfärbt und dann auch quasi so bleibt. Das ist nicht so, dass man den mal ebenso wie einen Lippenpflegestift auftragen sollte. Wobei der hier eigentlich einer von den Color Changing Lipsticks ist, den ich mit am meisten mag, weil der nicht so irre Barbie Pink wird. Wir warten jetzt aber noch ein bisschen. Ich ziehe mir mal eben ein bisschen Schmuck an und dann sehen wir mal, wie die Lippen so in ein, zwei Minuten aussehen. So, ne? Das ist dann immer so, wie meine Lippen dadurch aussehen, beziehungsweise bei dem hier ist es jetzt tatsächlich nicht so mega, mega krass, aber es passt auf jeden Fall zum Look, zu diesem Candy-Look, was ich ganz süß finde. Und was man jetzt halt auch noch on top geben könnte, wäre hier so ein Lip-Topper. Das ist aus der Just You and Me Collection ein Lip-Topper. Und ja, der ist so in Herzchenform, der ist ganz süß und der bringt noch ein bisschen Schimmer mit rein. Aber passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ne? Das Füßchen mache ich ein bisschen sauber, weil da ein bisschen was von diesem pH Reacting-Gedönsen draufgekommen ist. Ja, ihr Lieben, das ist mein fertiger Look mit den Neuheiten von Riva Loves Me, mit den Standardsortimentprodukten und das ein oder andere LE-Produkt hat sich hier auch noch mit rein verirrt. Hättet ihr das erwartet von Riva Loves Me? Ich nicht unbedingt. Also viele Produkte, die mich wirklich so sehr überzeugt haben, dass sie auch wirklich schon lange in meinem Standard, also in meinem, ne, Repertoire sind. Neue Sachen, die ich jetzt auch super gerne mit aufnehme. Also die Palette hat mich umgehauen. Das Ding, von dem habe ich erwartet, dass es krass ist, weil die Blush-Palette schon so genial war. Mega geil. Gut, ein Standardprodukt, aber auch schön, ne? Das ist jetzt nicht so mein Vibe. Das ist großartig, tatsächlich. Da müssen wir uns noch ein bisschen mit anfreunden. Das ist fantastisch, oh mein Gott. Ja, es ist flexibel geblieben. Also ist nicht festgetackert auf der Seite auch. Also das Finish ist hier definitiv klebriger als hier. Beide fühlen sich aber gut an. Also auch das, ne? Je nachdem, wie man das halt gerne mag, ist es wahrscheinlich dann auch eine Empfehlung. Nein, kann man machen. Sieht sogar eigentlich ganz gut dann ja auch quasi aus, ne? Auch ganz gut. Also schon, die neuen Produkte haben überzeugt. Was meint ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich finde es auch immer ganz spannend, dass dann ja auch Limited Editions dafür verwendet werden, um gegebenenfalls irgendwann neu einziehende Produkte zu testen. Und das macht Riva Loves Me schon richtig, richtig gut, oder? Ne? Welches Produkt aus Limited Editions würdet ihr euch super gerne im Standardsortiment wünschen? Bei mir ist es safe, dieses Setting Spray. Hallo. Und ja, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.